zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir heute nochmal so richtig schön Sport machen. Nein, es ist kein April-Scherz. Okay, und zwar starten wir direkt los mit unseren Gelenken und machen die warm. Stell dich auf deine Füße, ganze Fußsohle, große Zehe fest im Boden, Knie leicht gebeugt oder auch ein bisschen mehr, ist auch in Ordnung. Und dann mach dich schön aufrecht, nimm die Arme nach oben und kreis eine nach vorne und eine nach hinten. Wir lockern unsere Schultern. Richtig schön kreisen lassen. 3, 2, 1 und Richtungswechsel. Noch 3, 2, 1, Hände oben halten, schieb die Hände nach oben, mach die Wirbelsäule ganz lang, der Blick geht nach oben, du lächelst und zieh dich noch länger. Die Arme dürfen die Ohren berühren und dann löst langsam auf. Super. Die Hände nochmal zusammen, schieb nach oben, schieb nach unten, hoch, tief. Schultermobilität. Du stehst immer noch ganz stabil auf deinen Füßen. Plus Zehe. Ja, du hast das schon gedacht. Ich weiß. Das ist gut. Und dann nimm die Arme zur Seite. Dreh deine Handgelenke. Hopp, 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 hopp. Lass locker, wunderbar. Die Arme nochmal seitlich anheben, Handflächen zeigen zur Decke. Du fährst unten durch, Rücken darf sich runden, nach außen, hinten, oben überkreuzen und wieder nach außen, hinten. Und dann gib ein bisschen Gas, wenn es klappt. Also Rücken darf sich richtig schön mitbewegen. Weit auseinanderziehen. Richtig groß. Und dann nimm einmal die rechte Hand zuerst nach oben und einmal die linke Hand zuerst nach oben. Richtig groß. Noch größer. Und ein bisschen nach hinten. Puls aktiv. Rechte Hand und linke Hand. Wundervoll. Noch einmal. Und locker. Schieb die Schultern nach hinten. Große Kreise. Wie gegen Widerstand. Ganz schwer. Schieb, schieb, schieb. Nochmal. Weiter. Noch 3. Noch 2. 1 und lösen. Wunderbar. Du schiebst dein Kinn Richtung Kehlkopf. Schaust nach rechts, schaust nach links. Ganz locker. Noch 3, 2, noch 1 und mittig bleiben. Wir gehen tief. Wir gehen hoch, leicht überstrecken. Tief, hoch. Beim Überstrecken, spann bitte deinen Po an. Lass dein Bauch lang werden, öffne deinen Brustkorb. Hopp und hopp. Super, lockere dich aus. Wunderbar. Dann steh auf einem Fuß, Bauch fest, Wirbelsäule lang machen. Eine Hand schiebst du tief, die andere kannst du auch in die Seite tun. Und kreis dein Sprunggelenk. Schöne große Kreise. Achtung, Richtungswechsel. Und dann zieh dein Knie nach oben, nach außen, nach unten und dann im Kreis.
zweimal in dieser Richtung und Richtungswechsel. Jetzt falle ich um. Also Bauch fest, dann kann man auch stehen. Noch zwei und eins und abstellen, lösen. Wunderbar. Anderes Bein, Bauch fest, Goldmedaille zeigen und dann kreist dein Sprunggelenk. Schieb die andere Hand, die rechte bei mir jetzt, fest in den Boden rein. Mach große Kreise im Sprunggelenk. Und Richtungswechsel. Und dann zieh dein Knie nach oben, schieb's nach außen, unten und im Kreis. Und bitte, wenn es geht, etwas höher als Bauchnabelhöhe. Und nochmal Richtungswechsel. Zwei und eins und abstellen. Wunderbar. Lockere dich aus. Einfach mal so ein bisschen schütteln. Das tut gut. Wunderbar. Okay. So, dann geht's weiter. Stell dich ein bisschen mehr als schulterbreit auf. Damit sind die Sprunggelenke gemeint. Schieb die Fußspitzen leicht nach außen und die Kniescheiben auch leicht nach außen. Dein Rücken wird ganz gerade. Nimmst die Hände aufeinander, Unterarme eine Linie. Kein Berg oder Spitze, eine Linie. Schultern bleiben tief, Kopf in Verlängerung. Und jetzt schieb dein Po nach hinten und unten. Langsam, immer tiefer, soweit das eben geht. Wunderbar. Und dann verlagere dein Gewicht nach vorne, nach hinten. Die Ellbogen sind zwischen den Knien, also an der Knieinnenseite oder auch am Oberschenkel. Die Knie drücken nach innen, die Unterarme nach außen. Und der große Zeh ist fest im Boden. Schieb, schieb, nach vorne, nach hinten. Langer Rücken, dann setz dich noch ein bisschen tiefer, wenn das geht. Noch ein bisschen schaukeln, vor, zurück. Sehr schön. Noch zwei, noch eins, dann bring die Hände auf den Boden, streck deine Knie durch und roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Wunderbar. Stell dich auf deinen linken Fuß. Oberkörper schön aufrecht, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Und dann streck deine Fingerspitzen aus, schieb die Arme nach unten, schieb den rechten, dein rechtes Bein nach hinten. Arm geht ja dann mit, wenn der Oberkörper vorgeht, und schieb deinen linken Arm nach vorne. Klein pulsierend nach oben. 3, 2, 1 und lösen. Andere Seite. Rechter Fuß. Schön aufrecht, Finger gespreizt, Kopf in Verlängerung. Schieb dein linkes Bein nach hinten. Rechten Arm nach vorne, pulsieren nach oben. Hopp, hopp, hopp. 3, 2, 1 und lösen. Einmal die andere Seite, eine Variante dazu. Schön gestreckt, schieb nach hinten. Linker Arm nach vorne. Linker Ellbogen, rechtes Knie, führen wir zueinander und wieder in die Streckung. Noch vier, noch drei, noch zwei und nochmal vollständig strecken. Noch eins und vollständig strecken und absetzen. Andere Seite. Rechter Fuß, du stehst ganz aufrecht. Linkes Bein nach hinten. Rechter Arm nach vorne, Ellbogen und linkes Knie. Strecken. Und noch vier,
strecken. Noch drei, noch zwei und eins und vollständig strecken und aufrichten. Super, sehr schön. Wir machen Ausfallschritte nach vorne im Wechsel. Mach dich bereit, schön aufrecht, fertig, los geht's. Rechts geht's vor und links geht's vor. Schön wechseln. Dein Oberkörper bleibt ganz aufrecht, mach mal weiter. Also richtig schön aufrecht, kannst die Hände in die Seiten stemmen. Und dein Oberkörper ist mittig zwischen den Füßen. Noch zweimal pro Seite. Und letztes Mal rechts und links. Und schütteln. Bisschen auslockern. Wunderbar. Stell dich ans Fußende deiner Matte, damit die Rückseite ein bisschen gedehnt wird, bewegt wird. Bleibst du mit den Knien komplett in der Streckung. Wir rollen uns nach unten, gehen auf die Hände in die Liegestützposition. Bleibe hier, Bauch fest. Und dann tippe mit den Füßen nach außen, rechts, links, rechts, links. Weiter. Noch einmal. Und dann roll ich wieder nach oben auf, die Knie bleiben gestreckt. Wunderbar. Wieder tief. Jetzt kommen die Hände dran. Liegestützposition. Du tippst rechts, links, mit der Hand an die Schulter. Bauch fest, ein Lächeln im Gesicht. Noch zwei. Noch eins. Und roll dich wieder nach hinten. Auf, wir gehen tief. Wir kombinieren das Ganze. Füße, nochmal, nochmal und die Hände. Tipp, tipp, nochmal und letztes Mal. Und roll dich auf. Und noch einmal tief. Gestreckte Knie, die Füße tippen. Noch zwei, noch eins, die Hände drei. Zwei, noch eins und aufrichten. Wunderbar. Einen haben wir noch. Du brauchst ein bisschen eine Bahn vor dir. Und zwar gehen wir tief nach unten auf alle Viere. Du kannst auch auf der Matte vor und zurück gehen, geht auch. Auf alle Viere, Schultern nach hinten kreisen, Bauch fest, die Knie 3 cm vom Boden abheben. Wir krabbeln vorwärts. Wir gehen rückwärts. Vorwärts. Du machst es auf deiner Bahn. Immer ein paar Schritte vor, ein paar zurück. Und noch ein bisschen weiter. Komm. Super. Klasse. Das gleiche kann man auch andersrum, richtig? Das heißt, Po geht nach unten. Du schaust in die Richtung, wie du läufst, erstmal. Stützt die Hände ab, die Ellenbogen bleiben ein bisschen gebeugt. Schieb nach oben. Vorwärts und rückwärts. Vorwärts. Und Pause. Super. Folgen ja. Wir brauchen deine Matte, es geht gleich los. Wenn du magst, trinkst du noch einen Schluck Wasser. Ich mag. Und nicht wundern, ich muss ein Fenster öffnen. So. Unsere erste Übung heute, also ich muss erst sagen, was wir machen. Wir machen mit dem eigenen Körpergewicht wieder klar. Und zwar
ganz klassisches Training, 40 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause und wir machen 3 Runden pro Übung. Erste Übung ist im Sitzen, beziehungsweise eigentlich Rückenlage, um es genau zu nehmen. Die Fersen stellst du relativ weit weg vom Boden, vom Po. Die Schultern unter den Körper schieben. Die Knie zeigen in die Richtung der Decke. Deine Arme sind oben. Und dann schiebst du dein Po nach oben und tief. Und du bist nur auf der Ferse. Ja? Okay. Einfach, gell? Okay. Achtung, fertig. Los geht's. Zeit läuft. Nur auf den Fersen. Arme oben, Schultern tief. Schieb hoch und tief. Schön langsam. Achte auf die Stabilität von deinen Knien, dass die nicht nach außen kippen. Und noch 10 Sekunden. Schön langsam. Und dann ruh dich aus, bleib einfach liegen. Mach dich bereit, Schultern tief, Arme nach oben, stabile Arme und schieb hoch, tief. Ganz konzentriert, dass möglichst wenig Wackeln im Spiel ist, okay? Also richtig schön stabil. Und noch 10 Sekunden. Aus dem Po raus arbeiten. Auch gleich im dritten Satz nochmal dran denken. Der Po arbeitet. Wenn du den gar nicht spüren kannst, dann nimm deine Finger und piekst mal ein bisschen rein, okay? So, einmal Schultern tief, Fersen sind recht weit weg vom Gesäß und dann schieb hoch und tief. Hoch und tief. Weit rauf. Und noch weiter, komm. Schieb hoch. Die letzten 10 Sekunden. Schön langsam weitermachen. Weiter. Und Pause. Ruhe dich einen Moment aus. Wenn du dann ausgeruht bist, kommst du in Bauchlage. Als nächstes stellst du die Fußspitzen auf, spannst den Po fest an, den Rücken auch, gehst leicht nach oben. Ein Arm ist vorne, einer hinten. Der linke Daumen bei mir ist jetzt am rechten Schulterblatt. Und dann beschreibst du einen Kreis richtig weit außen herum. Und tippst wieder mit deinem Daumen ans gegenüberliegende Schulterblatt. Dabei dreht immer die Handfläche nach oben, also zur Decke zeigend. Und wenn du vorne bist mit der Hand, zeigt sie nach unten. Okay, dann mach dich bereit. Fertig, los geht's. Der Blick geht direkt vor dir auf die Matte. Und du darfst lächeln und beschreib wirklich große Kreise mit deinem Arm. Wenn es aus Platzgründen nicht geht, dann ziehst du mit beiden gleichzeitig, ja? Ist auch möglich. Po ist angespannt.
Pause, ruh dich aus. Wunderbar. Mach dich bereit. Zweite Runde. Blick nach unten. Und los geht's. Schöne Kreise beschreiben. Und versuch mal jedes Mal ein bisschen weiter mit dem Daumen an dein Schulterblatt zu kommen. Das fördert ungemein deine Schultermobilität und gleichzeitig kräftigend. Die letzten Sekunden. Und Pause. Schön ausruhen. Durchatmen. Wunderbar. Mach dich bereit zum dritten Satz. Füße aufstellen. Po aktiv. Und los geht's. Schön weiter atmen, lächeln. Dann die Arme warm. Das ist gut so. Weiter. Und Pause. Ruh dich einen Moment aus. Sehr schön. So. Als nächstes stehen wir auf und machen Ausfallschritte. Und zwar rechts und nur rechts. Verzeihung. Wir gehen in eine Schrittstellung, rechts ist vorne und wir gehen hoch und tief. Okay? Mach dich bereit. In 3, 2, 1, los geht's. Ein Bein vorne, stabiler Stand, hoch und tief. Hoch und tief. Dein Bauch ist fest angespannt. Schön aufrecht, Goldmedaille zeigen und lächeln. Und Pause. Wunderbar. Gleich kommt die andere Seite dran. Mach dich bereit. Ein Ausfallschritt, Bauch fest. Po fest, lächeln und tief und hoch und tief und hoch. Schön aufrecht bleiben, Goldmedaille zeigen und Pause, wundervoll. Ruh dich ein bisschen aus. Und dann nimm noch einmal dein rechtes Bein nach vorne, also das andere natürlich, ja, je nachdem wie du gestartet bist. Bauch fest und los geht's. Schön aufrecht, das heißt auch, dass du deinen Hinterkopf ein bisschen nach hinten schiebst. Das gleiche wie Kinn Richtung Kehlkopf. Ja? Schultern bleiben tief, Goldmedaille zeigen.
Super. Hol dich ein bisschen aus. Mach dich bereit. Zweite Seite. Linker Fuß nach vorne. Fertig. Los geht's. Bauch fest. Goldmedaille. Schultern tief. Ein Lächeln im Gesicht. Und Kinn Richtung Kehlkopf. Alles beibehalten. Rechtes Bein nach vorne und los geht's. Aufrecht im Oberkörper. Schultern tief. Was sehe ich da? Und den Bauch nochmal stabilisieren und den Po anspannen. Ganz stabil bleiben. Ja. Kinn Richtung Kehlkopf. Feste atmen und lächeln und noch 10 Sekunden. Super! Ruh dich aus, schüttel dich aus oder klopf auch mal ein bisschen, was du magst. Und mach dich dann bereit für unseren letzten Satz mit dem linken Bein vorne. Bauch fest und tief und hoch und tief und hoch. Und die große Zehe ist fest im Boden, ist aufrecht im Oberkörper, der Nacken lang. Lehnst dich, dreh dich so rum, mit geradem aufgerichteten Rücken ein bisschen nach hinten. Überkreuz die Arme, leg sie auf dem Oberkörper ab. Schieb nach hinten und wir rotieren. Und dann hebst du die Füße noch vom Boden ab. So. Zieh deinen Bauchnabel rein. Der Rücken ist gerade. Versuche ihn immer wieder zu geraden, aufzurichten. Es ist nicht schlimm, wenn der rund wird, ist trotzdem super oder ist recht oder wie auch immer. Es ist eine andere Variante einfach vom Bauchmuskeltraining. Und ich mag diese Variante mit dem geraden Rücken bevorzugt, weil die Haltung schön gerade ist. Und rotiere rechts, links. Super, erster Satz beendet. Mach dich ein bisschen rund, ruh dich aus. Mach dich bereit, schieb nach hinten, aufrechter Oberkörper, rotiere und heb dann die Beine ab. Und die Rotation, du machst weiter, kommt nur aus der Taille raus, ja? Also, wenn man das so sieht, das ist nur aus der Taille hier, okay? Schräg nach oben, schieb dein Brustbein raus, Goldmedaille. Und Pause.
Pause auch in Rückenlage verbringen, zum Durchatmen. Wir müssen ja die Pausen auch gut nutzen. Nach 10 Sekunden mach dich bereit, lehn dich wieder aufrecht nach hinten, die Arme gehen gleich auflegen, Schultern locker lassen, fang an zu rotieren, heb dann die Beine ab. Sehr schön, weitermachen, ich drehe mich mal nochmal zu dir. Rechts, links, hopp, 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 schön in der Taille spüren, was da passiert. Schon mal kurz gemacht. Damit wir einfach schon mal ein Gefühl dafür entwickelt haben. So. Und zwar stehen wir auf einem Bein aufrecht, Kinn Richtung Kehlkopf, die Arme nach unten, Finger spreizt. Schießt linke Seite nach hinten, rechten Arm nach vorne und wir pulsieren nach oben. Wichtig ist nur bei der Übung, dass die Hüftknochen auf einer Höhe bleiben. Ja? Nicht hier aufdrehen, verboten, sondern die bleiben auf der gleichen Höhe und du schiebst den Oberkörper nach vorne und das Bein nach hinten. Achte da ganz, ganz, ganz stark drauf, okay? Gut. Das machen wir nicht dreimal pro Seite, das machen wir zweimal. Achtung! Fertig, los geht's. Du stehst auf einem Bein, gestreckt, aufrecht, beide Hüftknochen auf einer Höhe und dann federst du sanft nach oben. Kann eine kleine Bewegung sein, versuch sie mal in der linken Pobacke zu spüren. Und ja, ich weiß, du spürst es wahrscheinlich auch in der rechten Hüfte. Das ist der Stabilisator, der da am meisten arbeiten muss, von deinem rechten Bein, von deinem Standbein. So, noch 10 Sekunden. Federn, 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 hopp, hopp. Und auflösen. Wunderbar. Und es macht gar nichts aus, wenn du das nicht 40 Sekunden am Stück machst. Weil das ist echt viel aus dieser Statik raus. Das brauchen wir eigentlich nicht. Deswegen machen wir mal zweimal. Und nehmen wir uns da auch ein bisschen mehr Zeit, um in die Übung reinzukommen. Stehst aufrecht, Kinn Richtung Kehlkopf, Finger gespreizt, schieb die rechte Seite nach hinten, linker Arm geht nach vorne und jetzt die Hüftknochen wieder beachten und dann nach oben schieben. Es kann kleine Federn sein oder auch langsamer, kontrollierter. Und noch 10 Sekunden. Komm, versuch durchzuhalten. Zieh den Bauch nochmal rein. Und Pause. Super. Locker. Klopf dich ein bisschen aus. Ja, auch gesetzt. Weil hier wird viel gearbeitet. In der Statik. So. Wir machen das noch einmal, okay? Mal gucken, wie viele Sekunden wir schaffen. Rechtes Bein ganz aufrecht, schieb links nach hinten, rechter Arm vor und dann pulsiere. Die Ferse schiebt nach oben und der rechte Daumen. Die rechte Zehe fest im Boden, Blick auf einen Punkt fixiert. Spür auch die rechte Außenkante. 10 Sekunden. Bauch fest. Und löse langsam auf.
Super. Locker dich. Wichtig ist die Rumpfspannung, dass du die gut aufbaust und hältst und den Blick am besten gut fokussierend. So, schön aufrecht wieder stehen. Auf dem linken Fuß, Zehen im Boden, Außenkante im Boden. Schieb dein rechtes Bein nach hinten, den linken Arm nach vorne und pulsiere. Beide Hüftknochen auf einer Höhe. Po fest, Bauch fest. Ein Lächeln im Gesicht und die linke Zehe im Boden. Weiter. Bauch fest. Weiter. Nochmal Bauch fest. Letzten 10 Sekunden sind ja schon am Laufen. Streck dich nochmal. Hopp, hopp, hopp. Und abstellen. Super gemacht. Klasse. Dann gehen wir auch pulsierend in einen Squat. Und zwar stellst du dich ein bisschen mehr, nein, schulterbreit auf. Gerne die Zehenspitzen ein bisschen nach außen gedreht. Die Kniescheiben. Achtung, los geht's. In die gleiche Richtung wie die Zehenspitzen. Nimm die Arme gern mit nach vorne und richte dich langsam wieder auf. So weit, so gut. Wenn wir das nächste Mal tief sind, bleiben wir hier 3, 2, 1, schieben nach oben. In die vollständige Streckung. Nach unten. 3, 2, 1, nach oben. Und der Rücken bleibt schön durchgedrückt. 2, 1, nach oben. Und nochmal tief. 3, 2, 1. Und langsam nach oben stehen. Und nochmal tief. 3, 2, 1. Aufrichten und lösen. Super. Schön langsam. Und eben den Rücken ist ganz wichtig, dass der nicht rund wird hier unten. Der muss durchgestreckt sein, okay? Super wichtig. Gut. Zweiter Satz. Mach dich bereit. Wir gehen tief, tief, tief. Pulsieren. 3, 2, 1. Und hoch, hoch, hoch. Wir gehen tief. Pulsieren. 2, 3. Hoch. Langsam hoch und wieder tief. Und 3, 2, 1. Hoch. Und tief. Also nicht oben verweilen, gell? Immer gleich wieder runtergehen. Du hast vielleicht ein anderes Tempo als ich, das ist in Ordnung. Aber in die vollständige Streckung gehen. Tief, 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 hoch. Und Pause, super. Ein Satz haben wir noch. Und vielleicht merkst du, dass du in jedem Satz so ein bisschen tiefer noch gehen kannst. Mach dich bereit. Dritte Runde. Schultern tief. Lächeln. Wir gehen tief. Pulsieren. Gehen langsam nach oben. Gehen tief. Pulsieren. 2, 1. Und 3, 2, 1. Nach oben. Und 3, 2, 1. Nach oben. Vollständige Streckung. Ja. 3, 2, 1 und hoch. Und nochmal tief. Tief, 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 hoch. Nochmal. Tief, tief, tief und hoch. Schüttel dich, lockere dich aus. Wunderbar. Wir kommen zum Sitzen. Dreh mich so um. Wir gehen wie vorhin, Füße bleiben diesmal am Boden, leicht nach hinten, die Arme ausstrecken. Rechter Arm tippt auf linken, öffnen, linker Arm tippt auf rechten, öffnen, tippen, öffnen, tippen, öffnen. Weiter. Lehn dich schön nach hinten, nicht beschummeln, machst du mich, ich weiß. Sehr gut. Schön aufrecht. Bauchnabel reinziehen. Atem fließt. Öffnen. Und
Pause, ruh dich aus, mach dich ein bisschen rund. Lass dich nach vorne durchhängen. Zweite Runde. Füße aufstellen. Lehn dich nach hinten. Arme weit, Schultern tief und dann beginne zu tippen. Bleib schön nach hinten gelehnt, Bauch fest, lächeln und dreh gerne den Kopf immer mit nach rechts und links, einfach um ein bisschen Mobilität in der Wirbelsäule, in der Halswirbelsäule zu gewinnen. Pause, ruh dich aus, mach dich rund. Mach dich bereit. In 3, 2, 1. Nach hinten, öffnen, Schultern tief. Tippen, tippen. Immer schön öffnen. Kontrolliere deine Schulterspannung. Mobilisieren. Und nochmal und Pause. Super. Spring freudig auf. Wir machen eine Seitplank im Stehen. Geht auch? Und zwar geht es um die Seiten. Wir wollen die verkürzen. Das heißt, du bleibst aber ganz aufrecht. Ja? Übung sieht so aus, du stehst auf einem Bein links, rechter Arm 90 Grad und dann Knie und Fuß, also Knie und Ellbogen zusammenbringen, sodass du in der rechten Flanke, Taille eine Verkürzung wahrnimmst. Okay? Hab, hab, hab. Tief. Hoch und tief. Lass die Finger gespreizt. Nur eine Seite. Ja, lächeln. Und Pause. Wunderbar. Richtig schön hier reinarbeiten. Jetzt kommt die andere Seite. Wenn wir Pause gemacht haben. Stell dich auf den rechten Fuß. Ganz stabil, fest. Zehe im Boden drücken. Und dann das linke Knie leicht nach außen drehen, linker Ellbogen gebeugt, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. Bauch ist fest und dann kommt eben noch die Seitneigung dazu. Könnte eine Herausforderung sein, muss nicht. Hopp, 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 hopp und lächeln. Schön stabil stehen, Bauch fest. Super. Lockere dich ein bisschen aus. Bei der ganzen Übung bleibst du schön aufrecht. Jetzt haben wir erstmal Pause, dann kommen wir mal rechts und links dran. Stell dich auf dein linkes Bein. Stabil, Bauch fest, weil die Hüfte muss auch hier wieder stabilisieren. Und dann geht's los. Natürlich. Lächeln und atmen. Zieh richtig kräftig hoch. Knie muss über den Bauchnabel kommen, über die Höhe vom Bauchnabel. Hopp, hopp. Und einmal noch. Pause.
Super. Wunderbar. Jetzt haben wir noch die linke Seite. Spürst du ein bisschen? Kann man schon spüren. Das Standbein wird gut gekräftigt und gleichzeitig Taille. Nächster Sommer kommt. Okay, Moment. Gerade stehen. Linker Arm, linkes Knie geht zusammen. Wirbelsäule bleibt lang und du gehst in die Seitneigung. Knie über Bauchnabel. Zieh richtig hoch. Richtig hoch. Dass hier wirklich was passiert. Schön weites Knie nach außen schieben. Das macht viel. Hüftbeweglichkeit haben. Zieh. Zieh. Hopp. Nochmal. Nochmal. Weiter. Und einmal hopp. Pause. Super. Sehr schön. Jetzt haben wir zwei Sätze geschafft. Ja, den dritten schaffen wir auch noch. Okay. Mach dich bereit. Stell dich auf dein linkes Bein schön aufrecht im Oberkörper. Die rechte Taille biegt sich. Achtung, los geht's. Knie und Ellbogen. Und atmen. Und deine linke Zehe, genau, die darf wieder fest im Boden. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Komm noch ein bisschen. 10 Sekunden. Schaffen wir. Müssen wir. Rauf, rauf, hopp, hopp. Und Pause. Super. Lockere dich aus. Ein Satz noch. Letzter Satz für heute. Also, Zeit zum Alles geben. Atme nochmal tief durch. Stell dich auf deinen rechten Fuß, Wirbelsäule aufrecht, Kinn Richtung Kehlkopf und dann linker Ellbogen, linkes Knie. Hopp, zieh, schön hochziehen. Hopp. Versuch dein Knie weit nach außen zu schieben. Und lächeln. Atmen. 10 Sekunden. Zieh hoch. In die Seitneigung. Und Pause. Zeit ausdrücken. Wunderbar. Lockere dich, deinen gesamten Körper. Immer ein Bein nach vorne. Gestreckt. Und geh dann mit dem hinteren Bein in die Beugung im Knie und lehne dich mit geradem Rücken nach vorne. Zehenspitzen zeigen nach vorne. Löse auf. Dein anderes Bein vorne gestreckt, hinten in die Beugung. Gerader Rücken und dann langsam nach unten beugen. Zehenspitzen nach vorne, Knie links, also das lange Bein bleibt gestreckt, geht schön tief und löst langsam auf. Wunderbar. Nimm mal deine Arme hinten über Kreuz, also verschränkt, stehen ein bisschen weiter als schulterbreit. Lass dich nach unten hängen. Und schieb die gefalteten Hände oben Richtung Decke. Lass die Schultern locker und dann Richtung, die Hände Richtung Kopf sinken lassen. Knie bleiben gestreckt, wenn es geht. Die Muskulatur in Beinen entspannt. Dein Kopf hängt locker, schüttel ihn mal ein bisschen hin und her. Atme nochmal ganz tief ein und aus. Bring die Hände wieder Richtung Gesäß und roll dich Wirbel für Wirbel auf. Wunderbar, sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich fürs Mitmachen. Klasse gekämpft und freue mich auf in 2 Wochen. Nächste Woche habe ich frei. Ich darf das hier an dieser Stelle erwähnen. Ihr trainiert trotzdem fleißig weiter, ich auch.
bis in 2 Wochen. Tschüss!